11. Januar 1945. Es waren furchtbar anstrengende Tage, aber ich war allezeit sicher, dass du in der Sonne der göttlichen Gnade warst. Und zwar unbesorgt und so dankbar, dass du immer integer warst. Es gab vieles zum Dankbarsein. Ich war es auch, aber es war trotzdem das Anstrengendste, was ich bisher erlebt habe. Bewusst und langsam sollte ich mich von deiner Nähe trennen, Schritt für Schritt. Ach Gott, es ist entsetzlich schwer. Und wenn es schon im Frieden und mit Gott geschah, wenn, es ist doch sehr schwer zu ertragen. Trotz aller Hilfe und allem Trost und aller Liebe und aller Güte. 12. Januar 1945. Es gibt für dich keinen irdischen Trost für meinen Tod. Das, was man da sagen kann, hält alles im Ernste nicht stand und kommt letzten Endes darauf hinaus, es vergisst sich. Und das gerade soll es nicht, denn es soll ja Frucht tragen. Es gibt auch keinen mystischen Trost, der das Gefühl innerer Verbundenheit erhalten kann. Ich jedenfalls bin gegen Haltung. Trauer ist Trauer und Schmerz ist Schmerz und man braucht sich keines zu schämen. Haltung verhärtet leicht das Herz. Und für dich wäre das ganz unmöglich. Du darfst nie denken, du seist mir eine gute Haltung schuldig. Das ist ganz belanglos. 17. 18. Januar 1945. Mein Liebster, müde bin ich, aber meiner Seele geht's gut. Es war alles heute gar nicht sonderlich ermunternd, aber ich bin ganz befriedigt und ruhig hindurchgeschifft. Keine Leistung von mir. Du weißt ja, wer einem so etwas verschafft. Hoffentlich ist es bei dir auch so, wenn auch ganz anders. Meine Gedanken fanden dich friedlich und so, wie du mir gestern gegenüber gesessen hast. Mein Herz, es war gestern ganz besonders schön mit dir. Ich hatte mich schon so gefreut und diese Freude wurde noch übertroffen. Es war schön, vertraut, zärtlich, nah, selbstverständlich und gar nicht traurig. Ich war schon so froh, dass ich mit reiner Freude kommen konnte. Ich konnte so schön sehen, wie es in dir aussah. Es war so erfreulich zu fühlen, was uns alles so ganz selbstverständlich verbindet. Dann waren es doch eigentlich zwei Sprechstunden durch den Alarm. Und mindestens zwei Küsschen haben wir plus gemacht. Alles war sehr beglückend. 17. 18. Januar 1945. Mein Herz, der Glanz deines gestrigen Besuchs und des schönen Briefes erleuchtet mich noch ganz. Meine Liebe, wir gehören so eng, so vollkommen zueinander, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass du mich nicht immer in dir finden wirst. Wie ich auch sicher bin, dich mitzunehmen, wenn ich abberufen werde. Meine Liebe, um mich brauchst du dir wahrlich keine Sorgen zu machen. Ich glaube, dass ich jetzt so sterbensfertig bin, dass, wenn Gott mir nicht neue Prüfungen auferlegen will, jener Gang zum Galgen für mich keine große Sache mehr ist. Das alles ist viel schlimmer für dich und du musst jetzt gepflegt und gewärmt werden, nicht ich. Diese grauen Stunden, die dazwischen kommen, die sind nicht schlimmer als graue Stunden in der Freiheit. Man interessiert sich ja nur mehr für sie, weil man dazu Zeit hat. Das sind alles gar keine Angelegenheiten. Du wirst ja auch an mir gesehen haben, dass ich nicht die Spur vergrämt bin. Nur eines kann ich dir immer und immer wieder sagen. Wir sind ganz untrennbar in Gott verbunden. Wir sind bei ihm ganz sicher aufgehoben. Er wird tun, was für uns gut ist. Und auf diesem Grund sind wir ganz unanfechtbar. Da kann uns kein Müller und kein Kaltenbrunner, kein Himmler und kein Henker treffen. Dazwischen steht die undurchdringliche Wand der Liebe Gottes, die uns vor allem beschirmt. 19. Januar 1945. Um 3 war ich dann bei Müller. Er fing gleich so an, dass er sagte, man könne gar nichts mehr für dich tun, denn du seist ein Hochverräter und es ginge nicht, dass die lebten und an der Front die anderen für Deutschland stürmen. Auch aufsparen könne man dich nicht. Denn was hätte man 18
Erfahrungen mit der Methode gemacht. Die Leute wären dann alle aus den Zuchthäusern gekommen und wären da gewesen. Außerdem sei das ungerecht, dich am Leben zu lassen, wenn man jetzt schon so viele andere für weniger hätte sterben lassen. Das könne auch kein Reichsführer und selbst kein Führer ändern, denn die hätten darin, dem Sinn nach, keinen eigenen Willen mehr. 21. 22. Januar 1945. Deswegen scheint mir eben auch alles, was in der Gnadensache geschieht, aussichtslos. Sie haben eben begriffen, dass in Kreisau die Axt an die Wurzel des Nationalsozialismus gelegt werden soll und dass nicht nur eine gewisse Fassadenänderung vorgenommen werden sollte. Es ergibt sich auch aus einer Bemerkung von Freisler in der Sitzung, die ungefähr so war. Wenn Stauffenberg die Triebkraft im militärischen und Gördeler im organisatorischen Sektor war, so war es Moltke im geistigen Sektor. Merkwürdigerweise hat mir das negative Ergebnis bei Müller riesig geholfen. Ich weiß nicht warum, aber es war, als wäre ein Druck von mir gewichen. Und dieser Druck war eben die menschliche Hoffnung. Mir wurde es leichter, als die nun vergangen war und ich sozusagen keine Kräfte mehr aufzuwenden brauchte, um sie aufrechtzuerhalten. Was sind schon Herr Müller, Herr Thierack und der Henker vor Gott? Menschen und Instrumente, mit denen er vielleicht auch auf mich einwirken will. Sie wissen es nicht und können einem deswegen leid tun. Aber von mir aus gesehen ist alle Macht des Herrn Müller nichts, wenn Gott will. Ich bin sehr damit beschäftigt, mir zu überlegen, was ich eigentlich finden werde, wenn ich nach Plötzensee muss. Und ich bin eben durch Herrn Kant und die Schrift davon überzeugt, dass ich nicht auf das jüngste Gericht warten, sondern irgendwie sofort im Reich Christi leben werde. Ich falle nur aus unseren drei Kategorien, Raum, Zeit, Kausalität heraus, in einen Zustand, den wir uns deshalb nicht vorstellen können, weil wir eben nur in diesen drei Kategorien zu denken vermögen. Aber wenn es dort keine Zeit mehr gibt, dann ist eben das in der Offenbarung beschriebene Reich Christi dort schon jetzt, weil dort eben alles jetzt ist. Für dieses Leben kommt es letzten Endes nur darauf an, dass der Herr mir die unerschütterliche Gewissheit erhält, dass er mich von dem Schuppen im Plötzensee aus unmittelbar in seinen Armen aufnimmt. Alles andere ist dann gleichgültig. Dir, mein Herz, werde ich mich schon irgendwie in den drei Kategorien bemerkbar machen.